gesetzt, wenn wir diese Bewegung mit dabei haben, dass wir hier in der Beinachse möglichst stabil bleiben, das heißt mit dem Knie nicht zu weit nach innen oder außen wegkippen, sondern möglichst über dem Fuß das Ganze lassen. Zur Übungsausführung, ich stelle euch vor, ihr habt um euch rum wie eine Uhr und ihr wollt mit dem Standbein einmal zu jeder Uhrzeit hingehen, nach 12, 11, 10 und so weiter. Dadurch müsst ihr immer in andere Richtungen stabilisieren, Gleichgewicht halten und eine stabile Beinachse haben. Das Ganze jetzt weiter zu erschweren, können wir den wackeligen Untergrund dazu nehmen. Das kann entweder ein Balance Pad sein, wer das nicht hat, kann auch zum Beispiel eine zusammengerollte Trainingsmatte sein, eine Matratze. Einfach ein bisschen weicherer Untergrund, wodurch es nochmal wackelig wird. Wenn man das jetzt wie Kili gut halten kann, dann kann man anfangen für das Standbein Bewegung mit dazu zu nehmen. Das heißt zum Beispiel, das Bein mal nach vorne zu bewegen, nach hinten, wie wir es davor schon hatten. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel Buchstaben in die Luft schreibt. Es geht nur darum, dass wir da eine Bewegung haben und dadurch das Standbein gut stabilisieren muss. Was sich für Fußball auch immer anbietet, ist, dass wir da einen Ball mit dazu nehmen. Das heißt, wenn ihr einen Partner habt, ich werfe zum Beispiel Kili den Ball zu, Kili versucht ihn dann zurückzuspielen und dabei weiterhin stabil zu stehen. Okay. Eine weitere Variante ist, dass wir wieder das Widerstandsband mit einsetzen. Das heißt, Kili steht jetzt auf einem wackeligen Untergrund, muss immer wieder das Band in Bewegung halten, zu sich herziehen, wieder locker lassen und muss dadurch den Oberkörper noch mehr einsetzen. Um da nochmal einen draufzusetzen, könnt ihr vielleicht einen Partner bitten, euch immer wieder leicht an der Schulter in eine Richtung zu stoßen, sodass ihr immer wieder nochmal auch darauf reagieren müsst und trotzdem einen stabilen Stand bewahren.